So, zunächst einmal machen wir hier die Schutzfolie ab von den Greifarmen. Das geht auch relativ einfach. Einmal knippeln und abziehen, das Ganze beidseitig. Dann ist es auch nicht mehr blau, sondern schön in Edelstahl. Eine weitere Schutzfolie gibt es hier am Display. Auch hier ist es relativ einfach, die zu entfernen. So. Nun schließen wir den Thermomix einmal an das Stromnetz an. So. Und schalten ihn mit dem Druck auf diesen großen Knopf einmal ein. Er startet. Das dauert einen Moment. Und wir bekommen hier nochmal eine Erklärung. Gucken, können wir schon irgendwo klicken? Nein. Also er bootet noch. So, der bootet relativ lange. Drücken wir nochmal drauf. Ihr seht aber hier schon eine kleine Veränderung. Kann ich jetzt auch nicht beeinflussen durch weiteres Drücken. Er lädt. Ich vermute mal, beim Erststart dauert das einen Moment. So, jetzt haben wir gleich schon halb. So, er ist fertig gebootet. Wir haben jetzt hier einen Haken und schauen mal, was er weiter mal. Interessant war, dass er das Ganze entgegen des Uhrzeigersinns gemacht hat und auch ca. bei 3 Uhr angefangen hat. Das Ganze hat mehrere Minuten gedauert, deswegen hatte ich das jetzt auch mal im Zeitraffer zusammengefasst. Jetzt scheint ein neues Booten vonnöten zu sein. Und ihr habt es gerade gesehen, oben die Greifarme sind geöffnet. So, wir wählen jetzt erstmal unsere Sprache, Deutsch, und gehen weiter. Land bleibt bei Deutschland. Netzwerkverbindung, ja, das machen wir natürlich. Wir suchen mal unsere Netzwerke. Da haben wir auch schon unseres. Und wir geben unser Passwort ein. So, die Verbindung ist erfolgreich. Die Passworteingabe habe ich natürlich mal leicht übersprungen jetzt und unkenntlich gemacht. Ja, jetzt können wir das Ganze, also quasi unseren Thermomix TM6 noch mit unserem Cookidoo-Konto verbinden. Das mache ich jetzt auch einmal. Und die Eingabe an sich funktioniert so ähnlich wie auf einem Tablet, relativ einfach. Jetzt verbindet er zu unserem Konto, zu unserem Cookidoo-Konto und heißt uns auch herzlich willkommen. Der Thermomix wurde erfolgreich mit deinem Cookidoo-Konto verbunden. Bitte fahre mit den folgenden Schritten fort, um die Einrichtung des Thermomix TM6 abzuschließen. Machen wir doch gerne. Jetzt kommen ein paar Sicherheitshinweise, also 10 Stück. So, man soll halt nur Originalaufbauten benutzen. Man soll gucken, dass man sich nicht verletzt. Beim Erhitzen großer Speisemengen bei hohen Temperaturen besteht Verbrühungsgefahr. Ah, und jetzt kriegen wir direkt eine neue Softwareversion. Na gut, dann machen wir das mal eben. Oder machen wir das gleich. Also Sicherheitshinweise gibt es hier noch ein paar. Spritzschutz also aufsetzen. Der kann in Brand geratene Thermomix, wenn eine externe Wärmequelle in der Nähe ist, also nicht unbedingt neben oder auf die Herdplatte. So, dann haben wir weitere Sicherheitshinweise. Maximalen Füllstand nicht überfüllen. Das gleiche gilt auch hier für den Mixbehälter. Ordnungsgemäßen festen Sitz des Mixmessers überprüfen. Den Mixtopf-Deckel nur mit den entsprechenden Griffen anfassen,
und vor allem die Sicherheitshinweise durchlesen. So, das haben wir jetzt. Jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt das Update machen. Das müsste ja jetzt eigentlich direkt kommen. In der Zwischenzeit gucken wir uns schon mal an. Jetzt müsste man ja eigentlich diesen Becher hier, ja, man kriegt es einfach hochgehoben. Kann ich mir jetzt auch mal zeigen. Abheben. Hier drin ist dann so ein Einsatz und hier unten drunter das Messer. So, machen wir jetzt aber alles wieder zusammen. Und jetzt müsste das eigentlich, genau, relativ einfach wieder aufzusetzen sein. So, hier ist ja auch das Software-Update. Das machen wir jetzt. Das dauert ungefähr eine Minute. Das werden wir dann auch mal, wenn es jetzt wirklich eine Minute dauert, mal zusammenfassen. Das dauert zwei, also wenn wir einen Zeitraffer auf jeden Fall draus machen, sodass ihr nicht zwei Minuten hier vorsitzen müsst. So, jetzt haben wir das Update ja noch nicht hinter uns. Wir sollen es nicht ausschalten, weil das Update noch läuft. Also lassen wir unseren Thermomix mal schön weiter am Strom. Wenn das jetzt länger dauert, dann fasse ich euch das auch nochmal im Zeitraffer zusammen. Ich lasse es erstmal laufen. So, jetzt Update-Prozess. Progress, do not unplug, device. 10 bis 15 Minuten dauert das Ganze. Ja, dann lassen wir mal laufen. Und die nächsten Schritte fasse ich dann auch wieder ein bisschen zusammen. So, also, er startet anscheinend jetzt nach dem Update neu, unser Thermomix. Und da sind wir. Startklar, die Online-Verbindung wird hergestellt, verbunden mit Cookidoo und. Erfolgreich verbunden. Schauen wir mal, ob jetzt noch was kommt. Nein. So, dann könnt ihr hier direkt, wenn ihr nach links geht, Cookidoo wacht gerade auf. Anscheinend schläft Cookidoo tief und fest, aber da haben wir ihn geweckt. So. Lädt und ja, das hatten wir eben schon mal in der Art. Wir sagen mal ja, helfen mit. Jetzt sind wir auch direkt online auf der Cookidoo Website. Hier geht's zurück zum Hauptmenü. Hier sind wir auf der Website. Hier oben links gibt es noch unsere Einstellungen, meine Rezepte, meine Woche, zuletzt gekocht, Einstellungen, Hilfe. Also Sprache Deutsch, Land Deutschland, WLAN ist verbunden, Bluetooth ist aus. Da werden wir uns mal angucken, was wir damit noch machen können. Das Cookidoo-Konto, Signaltöne, Display, ja, Transportsicherung, die brauchen wir jetzt nicht, das steht ja in der Küche. Maßeinheiten, metrisch, Datenschutz und. Thermomix-Version und Update. Da gucken wir mal drauf. Wir haben jetzt die Software-Version ja gerade draufgeladen, das heißt, alles aktuell. So, wieder zurück und im Hauptmenü. Wenn wir jetzt nach rechts gehen, da haben wir jetzt zig Möglichkeiten schon mal. Teig kneten, wiegen, Eier kochen, Reis kochen, andicken, pürieren und. Und es geht noch eine nach rechts. Fermentieren, Slow kochen, Slow cooking und. So, das erste Mal zur ersten Inbetriebnahme des Thermomix. Weiteres folgt in weiteren Videos. Beziehungsweise eins noch, wenn ihr den Thermomix wieder ausschalten wollt, einfach auf den Knopf ein bisschen länger halten und der Thermomix wird jetzt ausgeschaltet. Also, bis zum nächsten Mal mit dann weiteren Videos, was man mit dem Thermomix wie alles machen kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.